Ich mache selbst sehr gern Sport und finde es auch eine gute Abwechslung während des Studiums und später auch im Lehreralltag. Zusätzlich bietet die Universität Konstanz nahezu jede Sportart an, wie zum Beispiel Schwimmen, Turnen, Volleyball, aber auch Windsurfen, Skifahren und Mountainbike, die eben ausprobiert werden können. Während dem Studium können die Studierenden zwischen verschiedenen Sportrichtungen wählen. Wichtig dabei ist, dass sie eben zwei A-Sportarten wählen, zwei B-Sportarten und eine C. Bei der A-Sportart handelt es sich um die Individualsportarten wie Schwimmen, Leichtathletik, Turnen oder Gymnastik-Tanz. Die B-Sportarten sind die Ballsportarten und die C-Sportarten sind die Natursportarten. Dazu müssen auch Vorlesungen wie Trainingswissenschaften, Sportanatomie oder Sportphysiologie besucht werden, aber auch verschiedene Seminare sind eben dabei. Zusätzlich ist es wichtig, dass du Spaß am Sport hast, motiviert bist, selbstständig eben für die praktischen Prüfungen zu üben und später auch im Lehramt dann den Kindern die verschiedenen Sportarten beibringen möchtest. Was für uns noch ganz cool ist, dass wir eben kostenlos im Unimotion, im Fitnessstudio an der Uni, kostenlos trainieren können. Vor dem Studium bzw. bevor das Nebenfach Sport belegt werden kann, muss eine Sporteingangsprüfung, zum Beispiel direkt hier an der Uni Konstanz, bestanden werden. In diesem werden verschiedene Sportarten wie Turnen, Schwimmen, Leichtathletik und Ballsportarten geprüft. Die Anforderungen betrafen in allen Sportarten die 4,0 und die wirklich genauen Anforderungen mit Weite, Höhe und so weiter der Sporteingangsprüfung, die können auch auf der Homepage der Sportwissenschaft gefunden werden.